Ja, da sind wir wieder. Heute mal was aus dem Stall. Da haben sich schon viele gewünscht. Und ja, dann packen wir direkt mal ein Thema an. Das ist bei uns die Liegenboxen Einstreu. Machen wir zweimal die Woche. Und ja, wie das funktioniert, das zeige ich euch dann jetzt mal. Ja, wir haben hier unseren Gülleseparator, der die festen Stoffe von den dünnen Stoffen trennt. Und ja, gehen wir den einfach mal anmachen. Ja, um den Separator bedienen zu können, muss man auf jeden Fall technisch visiert und sehr schlau sein. Man muss einfach nur zwei Schalter umlegen. Das sind dann die Pumpe und einmal Separator und schon läuft die Kiste. Also sollte theoretisch jeder hinbekommen. Hallo. Hallo, genau, super. Das weißt du schon ganz genau, der muss am Hallo sagen, ne? Ja. Genau. Was sind wir hier machen, Moritz? Was machen wir hier? Wir machen Filme. Ja, wir filmen. Was filmen wir hier? Die trockene Gülle. Die trockene Gülle, genau, richtig. Genau, das ist unser Einstreumaterial für die Kühe, ne? Ja. Wir haben gestern schon mal angemacht. Haben wir schon mal ganz guten Haufen hier zusammen von dem Zeug. Oh, hier, du musst auch gucken. So. Wir haben jetzt hier die Schaufel zuerst voll gemacht, weil der Lagerplatz dafür nicht ganz reicht. Machen wir jetzt die Schaufel voll, die setze ich dann gleich auf Seite, dann kann der dann auch weiter separieren. Ja, zu den Kosten nochmal, für uns fangen wir einmal mit der Maschine an. Da fragt am besten die Firma mal nach, da ich tue es euch extra mal ganz groß zeigen. Kann jeder im Internet mal gerade nachgucken und muss ich eben schnell Google benutzen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, ansonsten laufende Kosten sind eigentlich nur ein bisschen Strom. Ein bisschen Feckertuschen sind zwei Stück da. Die habe ich jetzt nach 2000 Stunden dann getauscht mal. Also die laufen ja vielleicht dann zweimal im Jahr. Ist aber auch kein riesen Kostenpunkt. Und wir haben drei Schmiernippel zum Schmieren. Das ist ja, die mache ich eigentlich einmal in der Woche eben schnell. Zum Schmieren ist ja quasi kein Akt. Und auch keine Kosten, keine schweren. Ja, Strom kann ich auch noch nichts so schwer zu sagen. Das kann sich aber dann jeder mal selber hochrechnen, was die Kisten theoretisch verbrauchen. Ist aber auf jeden Fall viel weniger, als wenn ich im Trecker zugweise Stroh holen müsste. Und von der Zeitaufwand her natürlich auch viel einfacher. Ich streue jetzt zweimal die Woche ein. Und ja, ist halt immer nur eine Stunde Aufwand. Das Lästige ist eigentlich bei dem Roboterbetrieben immer, dass wir die Kühe wegtreiben müssen. Aber ansonsten ist das vom Anfang bis Ende in einer Stunde gemacht. Aber wie das funktioniert, das zeige ich euch dann jetzt auch nochmal. Und wie ihr seht und hört, so fällt es durch da raus. Und alles, was man hört, ist so ein bisschen Drehen von dem Separatormotor hier. Aber es ist auch nicht wirklich störend für die Kühe. Also das ist wirklich nicht laut, nicht viel bis gar nichts. Zur Erklärung noch, wie das funktioniert, der Separator. Der graue Schlauch, der geht in die Pumpe rein, die Pumpe pumpt hoch in den Trichter. Der Trichter hat einfach einen einfachen Überlauf und der Überlauf geht einfach wieder zurück in den Kanal, wo auch hergekommen ist die Gülle. Und der dünne Schlauch da oben, das ist die Dünnphase und geht dann in den anderen Kanal. Der Stall ist genau da getrennt, hat hier eine Trennwand drin im Kanal. Das heißt, also wir haben auch zwei Rührwerke, zum zeigen, da rechts einen und links einen. Und genau da in der Mitte ist der getrennt. Das heißt, hier haben wir nur die reine Gülle. Hier in dem haben wir die reine Gülle und hier rechts ist dann das ganze dünne, auch vom Roboter das ganze Wasser, weil die Roboter stehen da hinten. Das Roboterwasser und Spülwasser und so ist alles in dem Kanal hier drinnen. Das heißt, wir haben dann auch keine Verschleppung von irgendwelcher Milch in der Gülle hier drinnen, dass das somit auch die Hygiene komplett gewährleistet ist. Und wo wir gerade beim Thema Hygiene sind,
Bei manchen meinen, Stroh wäre ja so viel besser als das Gülleseparat von der Hygiene her. Aber mit Stroh, beziehungsweise Stroh habe ich selber nicht, muss ich alles zukaufen, auch teuer hier hinbringen. Und natürlich auch viel Arbeitszeit. Und dann sind auch jede Woche sechs Großpacken, die wir da immer eingestreut hatten mit Stroh vorher. Das ist natürlich schon eine Menge. Und sie ist natürlich auch ohne Gülle nachher, macht die Gülle sehr dick und hygienisch. Was gibt es Besseres als Keime, die die Kühe kennen? Mit Stroh oder Sägemehl holst du dir auch immer wieder Bakterien mit oder Keime mit, die sonst die Kühe nicht kennen, also Fremde. Und hier das Material ist eigentlich echt super dafür. Ist auch nichts Schlimmes dran. Ist schön trocken, so ungefähr bei 30-32% liegen wir da. Und ich könnte auch noch trockener machen. Dann müsste ich einfach da oben ich hoffe, man sieht es richtig, da sind zwei Schrauben oben. Die kann man was fester drehen, dann könnte ich auch so bis auf die 40%, die hatte ich auch anfangs mit einem anderen Sieb, aber da kam zu wenig Menge durch. Jetzt haben wir dann ein gröberes Sieb geholt und jetzt kann ich anstatt 4 Tagen, muss ich noch 2 Tage separieren. Das heißt, ich mache den morgens an und 48 Stunden später kann ich dann kann ich dann die Boxen streuen und habe genug separat dafür da. Manche Kritiker meinen ja, den Kühen wäre das schlechter separat, weil es ja die eigene Scheiße wäre und so. Aber den Kühen ist das völlig egal, wo drin die liegen. Hauptsache, sie liegen gut, weich und trocken. Und das tun die auf jeden Fall. Das sagen uns auch die Gesundheitsdaten bei den Kühen, die wir ja auch ständig im Blick haben. Durch den Roboter sind wir da sehr gut aufgestellt, weil der ja auch ständig die Zellzahl misst. Da sind wir wieder. Weil er ständig die Zellzahl misst bei uns von jeder Melkung. Und von daher wisst ihr auch immer genau, was los ist, sobald was nicht klappen sollte. Also die ganze Anlage haben wir so komplett geliefert bekommen. Wir haben ja nur den Untergrund gebaut, also da betoniert und die Legosteine gesetzt. Da haben wir schon ein Video von gemacht, das kann ich aber gerade noch schnell zeigen. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. Und oben der Halter haben wir noch gebaut, wo der Separator drauf sitzt. Und ansonsten ist ja eigentlich alles komplett. Man muss eigentlich nur noch den Strom anklemmen und alles anordnen. Und dann geht das eigentlich sehr einfach. Also wir haben es sogar geschafft, dann sollten es viele andere auch schaffen. Und zu meinen Erfahrungen bis jetzt, wir haben bis jetzt 2000 Stunden. 2000 Irrstunden gemacht damit bis jetzt. Und bis jetzt eigentlich noch nicht viel Verschleiß gehabt. Außer hier vor muss ich einmal aufschrauben. Hier. Hier sitzt so ein Messer drin, was sich so dreht, was alles klein schneidet. Da hatte ich jetzt nach 1500 Stunden mal was drin gehabt. Da waren 2 Klötze von den Klauen drinnen. Die kriege ich doch nicht ganz klein geschnitten. Ist ja auch kein Wunder. Aber ansonsten läuft echt tadellos. Wir hatten oben einmal das Sieb getauscht auf ein gröberes, damit auch wieder mehr Material durchkommt. Weil wir haben vorher 4 Tage separiert, jetzt brauchen wir nur noch 2 Tage separieren. Ihr seht, schön trocken, in der Hand bleibt nicht viel kleben. So optimal, dass auch die Kühe sauber bleiben. Ja, die Pumpe an sich ist sonst wartungsfrei. Und ansonsten, wenn man es hat, immer schon angerufen, dann käme der auch vorbei. Aber es ist eigentlich alles über Telefon erklärbar. Beziehungsweise soll auch rauskommen, aber es geht schon. Und ja, wenn man dann die Fettkartuschen so braucht, man kann die eben anrufen und kein Problem. Ja. Ja, und das sind die Schrauben, die ich meinte, die man auch für trocken drehe. Wenn man es noch trockener haben will, was strammer drehen muss. Aber wie gesagt, ist bei mir nicht nötig. Wir lassen das bis morgen noch laufen. Und dann können wir da morgen die Boxen einstreuen. Dann zeige ich dir das auch noch dann. So, jetzt sind wir die Kühe füttern. Die fütter ich immer vor dem Boxen streuen, dann sind die eben die meisten Fressgitter und werden in ihrem täglichen Ablauf nicht gestört. Und so sind wir auch was beschäftigt beim Boxen streuen. Das Ganze dauert dann so ungefähr 1 Stunde und dann mache ich die wieder alle los und dann können die wieder alle laufen. Aber das seht ihr ja dann jetzt. Every low and every high,
And I would have you anyway. So, jetzt machen wir gerade die Kühe schnell fest oder fixieren die im Fressgitter fest, damit mir keine zwischendrin rumläuft. Ja, die mache ich zu, weil ich da noch rumfahren muss. Die können ja dann noch genug an anderen Stellen fressen, wenn sie wollen. Und jetzt nach 48 Stunden können wir dann auch den Separator und die Pumpe ausmachen. Das reicht für heute. Also 48 Stunden durchgelaufen und dann habe ich auf jeden Fall mehr als genug Hühnchenstall und noch ein paar Boxen unten im alten Stall zum Streuen. Any way your heart could bear, even if you had to leave. Ja, und hier die rein, die drei, vier Plätze muss auch noch zugemacht werden. So, die da vier Plätze muss auch zugemacht werden, damit ich hier nach genug Platz dafür reinzufahren und mir keiner am Weg steht. Auf! Ja, jetzt werden die Kühe aufgetrieben, von der einen Seite weggetrieben und dann kommen die dann auf die andere Seite und gleich wird immer wieder hin und her getrieben, bis wir dann irgendwann alles gestreut haben. Aber das seht ihr am besten mal selber. Und Tore zumachen und hin und her machen, dass auf jeden Fall nachher keiner rauslaufen kann, währenddessen ich dann im Streuen bin. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, hier seht ihr jetzt dann so eine Liegebox, die gestreut wird. Sie ist noch sehr trocken, wollen sie aber auch nicht zu feucht werden lassen und ist aber auch noch relativ voll, wollen aber noch ein bisschen mehr rein haben, dass die vorne ein bisschen höher liegen, dass die nach hinten ein bisschen weiter rausrutschen. So steady, even gold won't turn your tide, we flow together like an old. Ja, jetzt haben wir drei Reihen Platz und können anfangen mit Streuen. Every low and every high, and I would have you anyway. Ja, die ersten zwei Liegeboxen müssen so gestreut werden, weil da komme ich gleich nicht dran. So weit zurück komme ich nicht. Alles ganz schön eng, aber einfach kann auch jeder machen. Das hier ist ja nur für Spezialisten. Uah. Any way your heart could be. Zu den Kühen ist auch noch genug Platz, also braucht ihr keine Angst zu haben, dass ich irgendwie über eine Kuh rüberfahre oder so. Da ist mehr als genug Sicherheitsabstand. Da führen wir jetzt noch die kurzen Wege bis zum Separat. Früher musste ich bis unten zum alten Stall fahren. Jetzt habe ich es direkt hier oben zum Vollmachen. Natürlich auch wieder jede Menge Zeit. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart, and I wouldn't change a thing. If I were the king. I've never known a brightest. Ja, natürlich müssen wieder alle Tore aufgemacht werden, dass die Mädels auch wieder melken spielen können und schlafen legen können und so. Ja, und jetzt werden alle Reihen einmal weggetrieben, peu à peu, und dann auch eingestreut. Komm, Mädels, komm! Komm, Kinder, komm! Sunset, but every day I see it rise. I never thought it could be better until I. Wobei, wenn man Bockenstreuen auch aufpassen muss, ist auf unseren, Mitarbeiter, der nur in der Scheiße arbeitet, der Spaltroboter, dass man den nicht platt fährt, muss man ein bisschen die Uhr im Auge behalten und gucken, wann er wohin fährt, dass man auf jeden Fall nicht drüber fährt, wäre sonst wieder so arschteuer.
eyes. Even when we are apart, I will keep you in my heart. I will hold the world. Ich sprach eben was von so wenig wie möglich die Kühe aus ihrem Rhythmus rausbringen, damit die auch weiter melken gehen können. Das passiert aber eigentlich automatisch, weil alle Kühe, die aufstehen, gehen auch einmal eben schnell durch den Roboter. Aber das sind die zum Glück immer gut ausgelastet. Just to see you smile again. And when time begins to fade. Zu der Einstreuschaufel noch eben. Das ist ein normaler Mertens, ich glaube 2 Kubikmeter hat die an Schaufel. Und dafür brauche ich dann 6 Stück, für jede Reihe eine. Das heißt 6x2. Tatarata sind genau 12 Kubikmeter Trockenmaterial brauche ich, die in 48 Stunden gemacht werden mit dem Separator. Ja, ist einfach ganz einfach aufgebaut, die Schaufel. 2 Walzen, unten ein Förderband, rechts, links. Und ja, geht damit wunderbar. Das Einstreuen hat jetzt dann so eine Stunde gedauert. Und ich kann euch mal gerade zeigen, dass die Kühe jetzt schon wieder alle liegen oder ein Großteil liegen. Die anderen mache ich jetzt los. Ja, und damit ist das dann auch gehalten, das Boxenstreuen. Ich will euch aber eben noch schnell zeigen, wie man das prüfen kann, ob die Box gut ist. Man hat mir beigebracht, indem man sich einfach auf die Knie drauf fallen lässt. Dann weiß man, ob man weich genug liegt. Ja. Tut nicht weh, also scheint es gut zu sein. I will love you just the same. And I wouldn't change it. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das Boxenstreuen geht. Jetzt wird gerade eben schon sauber gemacht. Schaufel, Stiefel sind dreckig. Und ja, die Kühe werden jetzt wieder losgemacht. Und dann geht der ganze Tag normal weiter für die Kühe. Ja, das wird dann insgesamt 2x die Woche gemacht. Ja, Ordnung muss sein. Jetzt kommt noch schlechte Schaufel wieder rein und dann die andere Schaufel ran. So, Kühe sind alle los, können sich hinlegen, können wieder fressen, saufen, liegen, melken, so wie sie wollen und sich in bequeme Betten legen jetzt. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, was mir dann jetzt noch einfällt für die Stallarbeit. Aber ansonsten noch einen schönen Tag euch allen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie die Kühe sich auch verhalten nach dem Boxenstreuen. Legen sich sofort hin, laufen rum, alles wieder normal. Also alles prima. Alles klar, das war's von mir, bis zum nächsten Mal.